Hallo und herzlich willkommen zurück bei Battle Forge. Diesmal mache ich mir ein ganz neues Deck, was nur aus Feuer bestehen wird. Feuer. EP, Wassereffekt. Deck. So. 9, das ist. Ach ja, sollte reichen. So. So. Weil ich noch was nehmen kann, nämlich. Das hier. Wir nehmen das da. Fortgeschritten. Spieler stellen. Einfach gucken, wie schnell wir sind und so weiter. Danach kommt ein Schatten, Frost und dann Natur. Ach, kommt dazu jemand. Standard, Spiele stellen, so, irgendwen einladen, so. So. Hab Dank für eure Hilfe. Wir müssen diese Städte verteidigen. Haltet Ausschau nach anderen. Was ich erstmal mache, ist das hier, weil die Götter hier versammelt, um dieses. Ich keinen Bock habe, dass dann da wieder Fruki kommen oder mich abfacken. Doch müsst ihr uns dafür den Rücken frei halten. Werde ich mir überlegen. Soll ich den für dich demontieren? Mach ruhig. Hier in der Nähe gibt es einen Teleportationskreis. Nutzt ihn, um eure Einheiten schnell in die Nähe der Menschen zu bringen. Vielleicht. Jetzt kommen die wahren Brutalos. Jep, das sieht so wohl aus. Ah. Schotthaufen. Episches Zerstören, Mann. So. Kinderspiel. Dum dum dum.
Das wird schnell, recht schnell gehen eigentlich. So gesehen keine Panik, ah nein. Diese Viecher. Das werden die gleich zerstören haben, oder bald. Nein, ich hasse es aber, episches zu zerstören. Ist so episch. Dum. Bitte, wie viel Zucker tust du da mal rein in die Kanne? Wie viel Esslöffel? 2 oder 3? Dum, dum. Schutthaufen. Ja, gute Idee. Leute, ich habe dazu keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Warum sollte ich gegen die kämpfen, wenn ich... Soll ich den für dich demontieren? Ja. Verteidigen wird gleich schön. Geht ruhig durch. Ihr nervt mich nur, wenn es noch übel ist. Episches Zerstören, Mann. Wie viel wollt ihr? 25. Kann ich deben. So. Ich glaube nicht, dass ihr dafür bezahlt werdet, aber sollte doch nicht schlimm sein. Egal. Ihr könnt es sogar vernichten. Ah, der macht die gleiche Taktik wie ich. Immer von oben gehen ist besser und praktischer. So. Meine Def ist aufgebaut. So. Feinde belagern eure Basis. Und so könnt ihr auch sehen, wie man am besten spielt. Auf Profi und so weiter. Etwas schwerer. So. Mm-mm-mm-mm.
Was ich aber zuerst schicken lasse, ist sind die zwei. Ihr werdet zuerst vorgehen. Wegen das. Ich habe keinen Bock, dass mein Vogeltier gleich abkrepiert. Wir wurden abgeschnitten. Wir sollten die Nachschubrouten im Westen und Osten freimachen und dann um Verstärkung beten. Die Zwielichtkreaturen scheinen vom Portal angezogen zu werden. Verbessern, wenn ich da noch eins mache. Feinde belagern eure Basis. Ich kann damit leben. Was ihr jetzt macht, werdet euch jetzt halten. So, jetzt gehen die da durch. Ist mir aber egal. Weil die jetzt da sind, bla bla bla. Ihr heilt euch jetzt. Und die neuen Kreaturen kann man sich um den Nest. Nummer 20. Der östliche Weg wurde gesichert. Ja, ja. Oh mein Gott, mein First Crank wird auch noch gleich bald. Hier kommt der Tod. Außer Kontrolle. So. Wird angegriffen. Ach, nicht, die haben das schon.
Nur noch nicht richtig. Doch, ihr werdet die noch sehen. Ich will lieber meinen Fürst anrufen. Geht wenigstens dann alles schneller. Bräuchte ich nicht, aber ich will's. Ganz besser ist. Wäre nicht nötig gewesen. Ein Monument wird angegriffen. Achso, ja. Die. Ja, das kann kein Dudo machen. Beide Nachschubrouten sind frei. Auf Messer schneide! Feuer ein, ich hasse es. Ja, das ist nicht sehr erfolgreich. So, jetzt wird's eingeheißt und diese Reihe habe ich nicht gemacht. Ach komm, so, scheiß drauf. Umsonst, aber. So, geschafft. Dumm, dumm, dumm. Diesen Funkenschlag kennt ihr. Den Feuertreffen. Weiß ich eigentlich gar nicht genau. So und so. So, Mann. Gut gemacht, meine Himmelsfürsten. Die Götter haben das Portal zum Sonnenstegschrein freigelegt. Dieses Wissen brauchten wir. Unsere Suche wird in Sonnensteg fortgesetzt. Ja. Achso, ich wollte schon sagen. Die Götter haben das Samen